Den 22. April hat eine Gruppe Dösiam-Schüler, die am November das Konzentrationslager von Auschwitz besucht haben, anderen Dösiams der Primärklasse von ihren Experienzen erzählt. Mit dabei war ein KZ-Überlebenden, den Herr Kleestadt. Er hat ihnen von seinen eigenen Erfahrungen erzählt. Am November 2015 waren wir mit der ASBL Témoin de la deuxième Generation in Polen, für den wichtigen und grausamen Teil von unserer europäischen Geschichte mehr noch kennenzulernen. Wir haben damals nur der Ostervakanz eine Table Ronde organisiert, wo wir auch jüdische KZ-Überlebenden invitiert hatten. Heute haben wir uns persönliche Erfahrungen mit unseren Mitschülern geteilt. Lauschtet heute einen Text über diese Visite von einem von den Partizipanten von dieser Reise. Wie den einen oder anderen vielleicht weiß, war ich Weekend von Allerheiligen auf einer Studiereise zu Auschwitz. Schon ein bisschen evaluiert, wie ich das verschaffen kann, und mich dezidiert, wie so oft, mein Erlebnis näher zu schreiben. Ohne mich groß mit Bildern oder anderem audiovisuellen Material darauf vorzubereiten, habe ich viel just ein paar Bücher über die KZ gelesen und die eine oder andere Geschichte über das Nazi-Regime und seine Auswirkungen zu Lützeburg von meinem Bub gezählt kriegt. Für mich wird dieser Weekend die menschliche Grausamkeit ein ganz neu, für mich persönlich viel mehr real und noch viel mehr schrecklich Dimension kriegt. Kann ich Filme und Fotos aus der Zeit gucken, wie wenn ich bis auf der Platz steht, wo so viele Menschen auf grausame Art und Weise im Brot gesehen, da fehlen einem einfach wieder. Mehr sind schon schlecht gehen, wie mehr am Bus sitzen und nicht die Picken droht rund um Auschwitz End gesehen haben. Birkenau, also Auschwitz II, auch als größte Vernichtungslager von Europa bekannt, hat uns, und der Reis bedeutet, waren am Ganzen ungefähr 150 Schüler, du komplett gebracht. Roserei, Trauer, Verzweiflung, lauter Gefühle, die ihn hat, wenn ihn auf dem riesigen Terrain von Birkenau wortwörtlich auf den Asche von den Menschen steht, die dafür und über 70 Jahre hier leben, um es zu lösen. Wenn ihn dann auch noch an einem Kontakt mit Monsieur Paul Sobol steht, in Zeitzeugen, den sich alle freie Minute also frohen zum Thema KZ gestaltet hat, dann ist es nicht mehr zu vermeiden, dass einem das richtig nur geht und er realisiert, was für ein ungeheuer Unmenschlichkeit durch Polen und auch an anderen Ländern während und auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg geschieht ist. Wie ihr bestimmt wisst, gehen die Leute am KZ hier komplett Identität weggeholt und für das Ass waren die Gefangenen nicht mehr nach Nummern. Das Nummer geht nicht mehr auf ihr Uniform gebitzt, mit zum Schluss sogar auf den Arm antätowiert. Sämtlich persönliche Merkmale gehen denen Leute weggeholt. Dazu gehören auch die Leute hier hoch. Gehen wir bei der Selektion nicht direkt zum Tod verurteilt, als sie an die sogenannte Sauna kommen. Hier wird sich mit den Plaggen ausdauen, desinfizieren und schlussendlich auf eine brutale Art und Weise komplett rasieren lassen. Man nicht nehmen das, hat uns ganz abgewohlt zurückgelassen. Auch der Fakt, dass die Nazis noch nach Profit aus den Deutschen geschlagen haben, indem sie ihnen alles weggeholt haben, also sogar mit ihren persönlichsten Besitzer, wie beispielsweise ihren Hoher, ein Geschäft gemacht haben, hat uns Schudere gelöst. Das Verwirtschaftlichung vom Tod von unschuldigen Leuten ist das beste Beispiel, was Nazis für Mörder und Kriminelle waren. Da gibt es keine Excuse. Ich hoffe, dass ich die Leute ein bisschen da kann abmachen, was die KZ wirklich waren, und hoffe, dass alle Menschen daraus erlernen, weil nicht mehr so können wir dann Zukunft besser machen. Merci so, weil ich der ASBL Témoin de la deuxième Generation für den immens markanten Trip an die gute Organisation. Schlussendlich noch ein Zitat von Paul Sobol aus einer von den Diskussionsrunden zum Thema Konzentrationslager. La finalité est la mort.